Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. In dem letzten Video habe ich in den Kommentaren gelesen, dass sich welche gewünscht haben, ein Arena 5 Deck. Und einer hat geschrieben, du machst gute Videos und du könntest Challenge machen und Deckvorstellungen. Also, wenn ihr eine Challenge habt oder mehrere, schreibt alle Ideen in die Kommentare. Ich wähle dann eine aus und dann mache ich bald eine Challenge. Ja, und jetzt Arena 5 Deck. Habe ich gedacht, mach mal ein Arena 5 bis 7 Ballon Deck. Das wäre mein Tipp für euch. Spielt Ballon mit Drache zusammen. Feuerball ist jetzt nicht so wichtig. Ab Arena 7 ist er schon einer der wichtigsten Karten. Nämlich, wer die Muskeltierarmee hat, euer Gegner, dann habt ihr sehr schlechte Karten. Darum nimmt den Feuerball einfach immer mit. Ab Arena 7 ist er sogar Pflicht. Sepp, auch wichtig. Nämlich, da könnt ihr mit die Lakaienhorde wegseppen. Und der Drache erledigt dann den Rest. Ihr könnt ihn selbst müsst ihr einfach richtig hoch machen. Dann one-hittet er auch irgendwann. Ja, Freeze, wer Freeze hat, kann es auch Freeze nehmen. Dann hat der Ballon freie Fahrt voraus und holt den Tower richtig schnell. Also ich hoffe, ich konnte euch etwas Tipps geben für das Deck. Also wenn ihr Ballon habt, auf jeden Fall Drache. Ab Arena 7 Feuerball. Sonst könnt ihr das Deck einfach selber machen. So wäre jetzt mein Vorschlag. Mit Ballon kann ich jetzt nicht so gut spielen. Ich kann eigentlich immer mit Riesen spielen, weil er ist Level 6 und er ist ganz gut. Hält richtig viel aus. Und Muskeltierarmee auch easy. Ich zeige euch mal ein Replay. Viel Spaß, bis dann. Leider sind die letzten Replays nicht mehr verfügbar. Ich wollte nämlich zeigen, wie man angreift. Und ich habe gerade eben die ganze Zeit verloren, weil ich das gemacht habe. Ich habe einfach Pfeile gehabt anstatt Feuerball, aber es ist mir erst später aufgefallen. So, dann kämpfe ich mal mit diesem Deck in Ausbildungslager. Und zeige euch, wie man damit spielt. Also, wenn man die Karten am Anfang hat, könnte man... Okay, die Kuppel sind wichtig für den Schweinereiter. Der hat keine Chance durchzukommen. Magier geht als Flächenschaden. Ja. Könnte jetzt eventuell verteidigen, aber nö. Wenn man Füße hat, was soll man dagegen machen? Boah, die Kobolde sind schon echt stark. Verteidigt mit Drache gegen Sperrkobold oder so. Dann habt ihr genügend Elixier, um den Ballon zu setzen. Okay, ein bisschen fehlgesetzt. Könnt doch eventuell Magie setzen, aber nö. Ihr könnt auch anstatt Feuerball, wenn ihr nicht Arena 7 seid, könnt ihr auch Verteidigungstürme wie Bombenturm, ist ja das ähnliche wie Feuerball. So etwas ähnlich, nämlich ich mache eigentlich mal Feuerball gegen Barbaren, weil die haben halten schon echt viel aus und für das Deck, für das Ballondeck, ist es nicht so
ist es sehr stark, weil man nicht so gute Truppen hat zum Verteidigen gegen Barbaren in Arena 4. Und 3-0. 3-1. Also mit Zap ist es Arena 5 Deck. Also das Deck kann man ab Arena 5 benutzen wegen Zap. Hab ja schon ein Arena 4 Deck gemacht. Könnt ihr meine alten Videos angucken. Ihr könnt auch oben bei diesem Video hier auf Infos klicken. Da könnt ihr das Arena 4 Deck, was ich mit einem Clanmate gemacht habe, die leider schon gegangen ist, der leider schon gegangen ist. Ja, das Arena Deck 4, was ich mit ihm gemacht habe, war sehr stark. Auf Infos bei diesem Video hier oben, wo dieser Punkt ist, hier müsste es sein, dass der Infoknopf, drückt ihr auf Info und dann könnt ihr auf den Link klicken. Ich hoffe, das Ballon-Deck hat euch Informationen gegeben zum Ballon, wie man ihn am besten spielt mit den beiden Truppen hier. Ab Arena 7 Pflicht mit Feuerball. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, schreibt Challenge in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Mr. Gamer M. Ciao, Leute.